Musik trifft Kunst. Kraftwerk, die international erfolgreiche Elektropop-Kultband, zu Gast in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Es war der Auftakt der Kraftwerk 3D-Konzertreihe. Mit dabei etliche Promis und Sternchen. Ja, das sind halt Pioniere der elektronischen Musik. Ich glaube, das ist ja Musik und das Visuelle kann man ja bei denen kaum trennen. Dieses Lied, sie ist ein Model und sie sieht gut aus, das habe ich früher ständig gehört. Ja, und das ist ja jetzt auch noch ein Ohrwurm. Also da freue ich mich schon ganz besonders auf diesen Song. Ohne die gibt es also diese ganze Richtung Hausmusik und was da alles passiert ist, da hat ja Kraftwerk einen ganz großen Einfluss drauf gehabt. Und das ist sehr interessant und ich freue mich drauf. Die Vorfreude war groß. Insgesamt gibt die Band 8 Konzerte hintereinander in dem wohl außergewöhnlichsten Konzertambiente. Den Auftakt machte das 1974 veröffentlichte Album Autobahn. Ein Abend der besonderen Art. Es war sensationell, es war echt großartig. Also super Stimmung, alle waren gut drauf und es war wirklich einzigartig, ganz besonders. Nostalgie pur und Können pur, gemischt mit dem, was in der Zukunft oder in der Gegenwart gerade so präsent ist. Kraftwerk ist sensationell einfach. Und das in Verbindung mit dieser visuellen Auflösung, also das fand ich sensationell. Und dann noch in diesem wunderschönen Raum, der neuen Nationalgalerie, also ich bin begeistert. Bis zum 13. Januar geht es noch weiter mit der spektakulären Live-Show mit revolutionärer Musik, Robotern und 3D-Effekten. Ja, ich glaube, dass all denen, die die Konzerte in den nächsten Tagen sehen werden, lange, lange in Erinnerung bleiben wird. Disco, Funk, Hip-Hop, Elektropop und Techno wurden von ihnen geprägt. Kraftwerk ist und bleibt Kult und verzückt wieder einmal Berlin.